Wenn ihr mich fragt, kommt da ein großer Riesendino. Die Brachiosaurus-Mama. Sie vermisst ihr Baby. Sie will es zurück. Baby, komm zurück! Wir müssen die Babys vor dem Steinschlag in Sicherheit bringen. Jetzt müssen alle Pfoten zusammenhalten. Rubble, Marshall, Zuma, kommt auf dem schnellsten Weg zum Berghang. Okay, alles klar. Schon unterwegs. Rubble, Zuma, fangt mit euren Dino-Mobilen die Felsbrocken ab. Beeilt euch. Rubble ist der Dino-Retter. Achtung, fertig, los. Marshall, du bremst sie mit deinen Wasserdüsen ab. Los. Stamm vor Ort, kommt sofort. Wasserdüsen. Oh, zwei Baby-Dinos sind besser als keins. Heute muss mein Glückstag sein. Und schon ist er vorbei. Ich glaube, das hier ist dein Baby. Ich hab drauf aufgepasst. Oh, na endlich der Tunnel. Da ist es wieder, das alte Besserwisser-Glück. Sky, flieg zu ihm rauf und bring es zurück zu seiner Mama. Alles klar, Ryder. Gleich hab ich dich, Kleiner. Halte durch. Rettungsgurt. Gerade noch rechtzeitig. Nur noch ein kleines Stückchen tiefer. Keine Sorge, Dino-Mama. Wir bringen dir dein Baby sicher zurück. Oh. Ryder, der Bürgermeister hat das T-Rex-Baby und er läuft direkt zum Tunnel. Dann halten wir ihn eben auf, Chase. Das ist ein Fall für Dino, Chase. Wir haben es fast geschafft. Gleich sind wir hier weg. Oh je, ich muss schnellstens zum Tunnel. Bürgermeister Besserwisser, setzen Sie das Baby ab. Niemals. Freunde, ich könnte hier eure Hilfe brauchen. Sie sind so weit weg. Wie sollen wir das rechtzeitig schaffen? Jetzt passt mal auf. Dino-Kralle! Dass ihr euch so beeilt habt. Klaue hat zwei Drachenbabys entführt. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Aber wir müssen vorsichtig sein. Ihre wütende Mama sucht sie schon überall. Ja, ich bin der Ritter Flughund. Alles klar, die Rettungsritter legen los. Go!
willkommen, Klaue! Rettungsritter, für diese Rettungsaktion brauche ich euch alle. Alles klar, Ryder, wir sind schon unterwegs! Oh nein, Ryder! Der Wagen fährt jeden Moment gegen den Baum! Sky, kannst du den Drachenbabys eine Flugstunde geben? Aber klar, mit Vergnügen! Autopilot! Drachenflügel! Okay, meine Kleinen, ihr macht jetzt genau das, was ich mache. Ihr müsst mit den Flügeln schlagen. Genau so. Flatter, flatter. Ihr müsst noch doller und schneller flattern. Oh nein, die Felsbrocken werden Kleinholz aus dem Wagen machen. Ein Glück, dass wir hier sind. Das kannst du laut sagen, Rubble. Zerspreng die Felsbrocken und mach den Weg frei. Hab verstanden. Die Abrissbirnschleuder ist unterwegs. Ja, gut gemacht, Rubble. Jetzt bist du dran, Zuma. Wirf die Rettungsringe, wende den Wagen und bremse ihn ab. Geht schon los. Rettungsringwerfer. Der Wagen wird langsamer. Gute Arbeit. Wow, das ist wirklich hoch. Oh nein, die Drachenmama denkt, dass wir eine Gefahr für ihre Babys sind. Alle zurück, sofort. Wenn sie noch einmal stampft, bricht der Felsvorsprung ab und reißt den Wagen mit in die Tiefe. Nein, nicht wegfahren! Rettet mich! Sparks, rette mich! Nein, Klaue, nicht! Hör auf zu springen! Der Wagen! Rocky, nimm den Krallenhaken und schnapp dir den Wagen schnell. Mach ich. Na, dann wollen wir mal deine Babys holen. Haken! Weiter flattern! Hört ihr, weiter flattern! Ja! Ich falle! Chase, du bist dran! Drachennetz! Weich gelandet. Mama und Baby sind wieder vereint. So, das war's mit den klebrigen Marshmallows. Oh, das hab ich gern gemacht, ihr Süßen. Hey, wo steckst du, Sparks? Sparks, los, hol mich hier weg! Vielen Dank für gar nichts. Gern geschehen, Mama Drache. Und sollten deine Babys wieder mal im Marshmallow-Schlamassel feststecken, einmal brüllen reicht. Hola! Irgendjemand da? Wo? Was ist denn los? Was hast du vor? Oh nein! Meine Hundemarke! Zottelaffe, bitte setz mich wieder ab. Ich habe im Moment keine Zeit zum Spielen. Hilfe! Carlos! Tracker? Tracker, wo bist du? Wo ist Tracker denn hin? Keine Ahnung. Er hat ein Tier gehört und ist in den Dschungel geeilt, um nachzusehen, ob es Hilfe braucht. Und dann hat er selbst um Hilfe gerufen. Als ich mich umgedreht habe, war er nirgends zu sehen. Ich versuche es mal über die Hundemarke. Tracker, bist du da? Tracker! Das Geräusch kam etwa von hier. Ja, ich kann es hören, aber ich sehe keinen Hund. Sky, siehst du etwas? Ja, ich sehe etwas blinken. Es ist die Hundemarke. Sie hängt in dem großen Busch direkt neben euch. Ja, es ist Trackers. Aber wo ist er? Ich weiß es nicht, aber hier ist ein guter Startpunkt für deine Flugkamera. Sie soll das Gelände unter den Bäumen absuchen, Sky. Du hältst von oben Ausschau. Ruff, Flugkamera! Hm,
Sieht so aus, als hätten Affen hier Bananen gefuttert. Das ist nichts Ungewöhnliches im Dschungel. Riesige Affenpfotenabdrücke? Naja, also das ist eindeutig ungewöhnlich. Ich weiß, von wem die Spuren sind. Vom Zottelaffen. Vielleicht hat er Tracker gesehen. Sky, vielleicht findest du den Zottelaffen von oben. So ein Riese wie der Zottelaffe ist bestimmt nicht schwer zu finden. Noch sehe ich ihn nicht. Moment, Ryder, ich habe ihn gefunden. Zottelaffe läuft mit Tracker in der Pfote davon. Danke, Sky. Was hat der Zottelaffe nur mit ihm vor? Keine Ahnung. Das müssen wir herausfinden. Vielleicht kommst du mit der Flugkamera näher ran. Eieiei! Rettungsgurt! Eieiei! Gracias, Sky. Dann mal los, auf zu Sky und Tracker. Was hat der Zottelaffe denn nur? Er wollte, dass ich ihm bei irgendetwas helfe. Jetzt verstehe ich, ich soll jemandem helfen. Jemand hat ein Problem. In die Richtung. Noch ein Riesenaffe. Er ist in das Loch gefallen und kommt allein nicht mehr heraus. Er sieht aus wie der Zottelaffe. Nur ein bisschen kleiner. Vielleicht sind sie verwandt. Brüder zum Beispiel. Darum hat dich der Zottelaffe wahrscheinlich mitgenommen. Er braucht Hilfe, um den kleinen Zottelaffen zu retten. Sky, du kannst Tracker auf dem Ast absetzen. Tracker, wir brauchen ein Kabel, damit der kleine Zottel raufklettern kann. Ruff, Kabel! Halt dich fest und klettere rauf! Nein! Oh nein, der Ast wird abbrechen. Tracker, lass den kleinen Zottel wieder runter. Er klingt verängstigt. Keine Sorge, mein Freund. Wir kriegen dich hier schon irgendwie wieder raus. Ich weiß schon wie, Rocky. Bringe ein paar von den Brettern für die Baumhausreparatur her. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Rocky, wir brauchen eine lange Leiter, um den kleinen Zottelaffen aus einem tiefen Loch zu holen. Schon dabei. Schraubendreher. Fertig. So, jetzt runter damit. Die ist aber schwer. Ja, gerettet! Geschafft! Es war knapp! Genial! Wir müssen das Loch abdecken, damit nicht noch andere reinfallen. Fertig! Dieses Loch ist für immer verschlossen. Tracker, ich bin froh, dass du wieder hier bist. Ich bin auch froh, dass ich wieder hier bin. Vielen Dank, dass ihr mich gefunden habt. Sieh mal, die Zottelaffen bedanken sich auch. Gern geschehen. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Uka-Uka reicht.